Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play The Legend of Zelda. Wir sind immer noch in Dungeon Nummer 8. Ja, toll. Und werden auch gleich verflucht. Genau das, was wir jetzt nicht brauchen. Kann ich mein Schwert noch mal ziehen? Ja, okay. Oh mein Gott. Ich mag diesen Dungeon nicht. Hier sind diese verdammten Britzeldinger. Bomben, die brauche ich. Ja, zum Glück sind diese roten Ritter inzwischen für uns recht leicht. Jetzt müssen wir hier nur noch... Oh, ja, das hasse ich an denen. Die drehen sich immer dann um, wenn man zuschlägt. Erst laufen sie weg und dann kommen sie. Dann geh kaputt. Geh kaputt. Ah, nee, die naja, egal. Nun aber. Für einen Rubin. Super. Wie wär's mal mit einem Schlüssel? Achso, ihr geht dieses Getest ja noch nicht. Das vergesse ich jedes Mal aufs Neue. Also erstmal prüfen. Da war ja klar. Haben wir auch wieder erfolgreich eine Bombe verschwendet. Bling. Oh mein Gott. Das ist ein dunkler Raum. Geil. Aber ein Schlüssel. Ich will das Zauberbuch. Diese Paul's Voice, die sind unheimlich nervig. Weil man vor allen Dingen auch nicht weiß, wo die landet, wenn die rumhüpfen. Und dazu auch noch ziemlich stark sind und auch noch viel aushalten. Das ist furchtbar mit denen. Wer hat die in dieses Spiel eingebaut? Irgendwie mag ich Miyamoto gerade nicht mehr. Gehe ich jetzt in den... Ach so, hier hätten wir uns... Ja. Noch ein... Okay. Du bist leicht. Wir hätten hier eben doch den Schlüssel verschwenden können. Ach, du hältst auf einmal mehr aus, oder was? War ja klar, irgendwas ist hier immer, ne? Aber zumindest schießt er nur nach vorne. Das heißt, man kann ihm wunderbar leicht ausweichen. Allerdings braucht er... Oh, ich dachte, er schießt nur nach vorne. Was bist du denn für einer? Mach dein Auge auf, damit ich dir da reinschießen kann. Ach, er hinterlässt mir wenigstens noch ein Herz. Na, das ist ja mal nett. Ach, falsche Richtung. Also hier haben wir einen Schlüssel gespart. Und das alles für diesen Typen. Du willst mich verarschen. Hallo? Ich weiß sehr wohl, dass da irgendwie... Okay. Ja, der Typ verklickert es nur irgendwie, dass es... dass ein Felseneingang ist. Also wie gesagt, ein Stein. Ich denke mal, er meint den Brillenfelsen für den 9. Dungeon. Weil ich dachte ja auch, ist der Eingang zum Tod. Also, wenn ihr die Form des Todesbergs dann gesehen habt, wisst ihr auch, wie das auch zu fassen ist. Oh, ein Junge! Verpisst euch! Haut ab! Lasst mich in Ruhe! Und noch ein Schlüssel, das ist schön. Hilft mich nur gerade wenig weiter. Dann speichere ich meine Bomben aber ab. Das ist ja wahnwitzig, der Verbrauch. Okay. Dann eben nicht. Dann gehe ich wieder. Ja, dann bleibt uns ja derzeit nur noch eine Möglichkeit. Ich weiß auch gar nicht, wie dieser Dungeon aufgebaut ist. Also wie seine äußere Form ist oder so. Solange wir hier nicht die Karte haben... Scheiß dunkle Räume. Ich weiß nicht, bin ich hier irgendwie so verloren? Wie was weiß ich. Wir, die Typen sind jetzt wieder da. Nein! Okay, jetzt gehe ich woanders lang. Wir haben uns hier durchgesprengt. Ach, hier ist dann noch immer dieses Mahatla, Manhattla. Ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll. Dann gehen wir jetzt hier mal in die Seiten. Und schon wieder zappenduster. Ich sehe schwarz für mein Leben. Ah, toll, jetzt hätten wir uns eine Menge gespart, wenn wir erst hier reingerannt wären. Was denn da? Ach so, ja, ich bin wieder mal in eine Flamme gelaufen. Aber zumindest die Britzeldinger diesmal hier hinten. Dann laufe ich nicht in die rein. Vorausgesetzt mal dieses Flatterviech da entschließt sich stehen zu bleiben. Na, passiert ja hier nichts, okay. Ich hasse diese großen Dungeons hier, wenn ich nicht weiß, wo ich lang muss.
Und je mehr ich hier rumirre, desto mehr Energie verliere ich. Zum Glück habe ich mir noch die Bomben wieder zurückgeholt, sonst sehe ich jetzt leicht schwarz, weil dieses Ding ist garantiert nicht stärker geworden. Das ist schön. Das hilft mir hier aber auch nicht weiter. Nicht, wenn mich dieses Mistding von allen Seiten abschießt. Okay. Hat mir ja nur mal so eben locker 2 Herzen gekostet. Ne, 3 sogar. Ah, aber hier ist ein... War ja klar, dass er bewacht wird. Wäre zu schön, wenn nicht. Aber hier gibt es dafür garantiert einen Gegenstand. Gut. Und einen Schlüssel? Nee, ein Rubin. Ja, das sah so aus, wie er sich mit dem Ritter da vereint hat, als hätte dieses Ding da schon wieder einen Schlüssel mit sich getragen. Oh, jetzt bin ich schon wieder verflucht, oder was? Mano. Ich mag diese Britzeldinger nicht. Warum seid ihr überall? Du bist jetzt auch platt. War klar. Ich hätte nur zuschlagen brauchen, aber nein, es kommt ja noch das Ding, ne? Ja, klar. Nun aber. Gut. Und nun lass mich da rein. Warum ist der Stein eigentlich immer links? Ja, genau das meine ich. Und damit ist, ja, die Kerze nun endgültig sinnlos, denn das ist das Zauberbuch. Und, ja, ist ein passives Item. Und es verändert unseren Zauberstab etwas. Der spuckt jetzt nicht nur irgendwelche Zauber aus, sondern... Ja, er spuckt noch dieselben Zauber aus, aber... bringt auch alles zum Brennen. Also hat jetzt quasi eine Feuerfunktion. Und damit ist... die Kerze nun endgültig sinnlos, weil die kein Mensch mehr braucht. Ich glaube, aber es senkt auch seine Zauberkraft etwas. Weil, ja, die Flammen eben nicht so dolle waren. So, nachdem wir jetzt das erste Item haben... Ich glaube, in diesen Dungeons bringt der Stab auch nichts mehr wirklich. Können wir uns ja mal probieren... Oh, du sollst ja nicht dabei umdrehen, du. Nee. Reicht bei hinten und vorne nicht. Oh mein Gott, geh doch einfach durch diesen Eingang dadurch. Ist das so schwer? Black. Ja. Ja, dieser Stab ist in diesem Dungeon so sinnlos, wie er nur sein kann. Ja, dass ich hier jetzt quasi in den Nahkampf gezwungen werde, ist hier ziemlich blöd. Mein Gott. Kann doch nicht so schwer sein, ein paar Ritter umzuhauen, oder? Ich meine, es sind Ritter. Für die brauchst du 2 Schläge. Oh, super. Na, zumindest er hat mich da ja noch reingedrückt. Warte. Oh. Man kann ihn nicht mal angreifen, ohne selber Treffer zu kassieren. Und das nicht mal zu knapp. Aber wir haben jetzt wenigstens wieder Schlüssel. Das heißt, wir können jetzt hier wieder durch. Und haben zumindest etwas Fortschritt gemacht. Ja. Aber auch wirklich nur etwas. Ja, diesmal sind zum Glück nur 2 Spucker. Sonst wäre ich hier vermutlich ausgetickert. Eine Fee, gib mir die Fee. Danke. So. Oh, was drehst du dich jetzt um? Oh, ich hasse es. Könnt ihr nicht einmal euch für eine Richtung entscheiden? Und da auch lang gehen für eine Weile? Und dann nicht unbedingt dann umdrehen, wenn ich zuhau? Doch unfair. Oh, mein Gott, nun kratz ab. Ist das so schwer für dich? Oh, mein Gott. Ja, sammel die anderen auch noch ein, bitte. Oh, noch mehr Ritter. Ich habe so lange gesagt, ich starte voll von Rittern. Ich kann bald keine Ritter mehr sehen. Und diese Britzeldinger dazu auch nicht. Ach toll, Schaden machen sie aber selbst dann noch, wenn sie gelähmt sind, oder was? Ja, super. Sonst noch Wünsche? Ne, sorry. Warum kommt dieses Britzelding da auch lang? Mein Gott. Ja, du sollst auch schon in die richtige Richtung hauen, Junge. Ja, dieser Dungeon hat es wirklich in sich. Und ich sehe schon, ich werde diesen Trank gebrauchen müssen. Und ich bin mir sicher, ich werde auch ziemlich leer aus diesem Dungeon gehen nachher.
Hin und füll schneller auf, es sind nur 15 Herzen, die ich in diesem Dungeon schon wunderbar verbraten habe. Gut, diesen kleinen Giftzweck da hinten mache ich jetzt aber noch platt. Das geht jetzt ja einfacher. Wir bekommen noch Bomben. Wir bekommen noch Bomben und... Okay. Eine Fee, die hätte ich eben gerade gebraucht. Gut. Wie es dann aber weitergeht, zeige ich euch dann im nächsten Part von The Legend of Zelda. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis denne.